So sah die Neumarkter Jobmeile in den letzten Jahren aus. An über 100 Ständen kamen junge Menschen auf Jobsuche mit Firmen aus Neumarkt und Umgebung zwanglos ins Gespräch. So sollte es eigentlich auch in diesem Sommer wieder werden. Sie wäre hier eigentlich einer der größten Magneten der Region geworden wieder. Aber auch wir setzen natürlich die Maßgaben der Staatsregierung um. Die Stadtverwaltung Neumarkt hat keine Veranstaltung stattfinden lassen, werden wir auch nicht. Der Schutz der Bevölkerung geht eindeutig vor. Die Jobmeile zu verschieben oder gar komplett ausfallen zu lassen, erwies sich schnell als unmöglich. Denn trotz Corona sind viele Firmen dringend auf der Suche nach guten Mitarbeitern. So entschied man sich für eine digitale Version. Mit dieser Idee hatten die Jobmeilenmacher schon länger gespielt. Allerdings nur als Ergänzung zur Live-Veranstaltung. Nun musste die virtuelle Version binnen weniger Monate zur Hauptattraktion werden. Keine leichte Aufgabe. Man möchte eine Kulisse beibehalten, die so charakteristisch für die Jobmeile war. Man möchte viele Leute trotzdem heranlocken können und man möchte trotzdem das gleiche, wenn nicht sogar noch präzisere Angebot an Jobs, Praktika, Ausbildungsstellen anbieten. Und idealerweise mit einer ähnlichen hohen Anzahl an Firmenausstellern. Und so sieht die Lösung aus. Aus der Vogelperspektive blickt man auf die Marktstraße und kann sich dann per Mausklick die Jobmeile entlang bewegen, die möglichst nah am Original ist. Wenn man es gewohnt war, seit 2013 hier immer wieder zu sein, dann stehen auch die gewohnten Firmen an dem gewohnten Platz. Und wir versuchen dieses Gefühl, wenn man dann Stand für Stand quasi besucht durch einen Mausklick, dass man im Hintergrund trotzdem das Stück Marktstraße immer sieht. Zum zwanglosen Austausch soll es dabei auf unterschiedlichste Weise kommen. Es gibt Live-Chat-Varianten, es gibt einen Präsenztag, wo die allermeisten Firmen auch tatsächlich online dann wirklich virtuell dabei sein werden. Und wenn man Fragen hat, werden die auch in Echtzeit beantwortet. Für Jobsuchende kann das Ganze auch ein Vorteil sein. Niemand muss mehr mit seiner Bewerbungsmappe an einem bestimmten Tag in die Stadt laufen. Stattdessen hat man eine ganze Woche 24 Stunden pro Tag Zeit, um sich alles anzusehen. Vom 20. bis 26. Juli auf www.jobmeile-neumarkt.de.